Moin und willkommen zu einer neuen Folge. Also Begin the Mall, erstmal richtig hinsetzen. So, was haben wir denn heute auf der Liste? Wie sieht denn das aus hier? Was fehlt uns denn noch aktuell? Welchen Bedarf haben wir noch nicht gedeckt? Comics haben wir, glaube ich, noch gar nicht aktuell. Aber Kameras müssten wir derzeit haben, ne? Kameras müssten wir haben. Warte mal, Kamera. Ich würde auch nicht so einen großen machen. Ich würde ungefähr die Größe machen. Das ist jetzt... Wie groß ist das? Ich habe keine Nummer. Okay, cool. Du wirst aber achten, was habe ich jetzt ohne Scheiß? Was habe ich hier? Achso, das ist abreißen. Nein, ich will nicht abreißen, ich will bauen. 12 mal 8 ist das. 12 mal 8. Dann machen wir auch 12 mal 8 da rein. Dann machen wir hier den Laden jeweils rein. Dann machen wir hier die Mauer rein. Das war 1 zu 4, das ist aber egal. Personaltür. Machen wir auch hier rein. Dann machen wir eine Kasse rein. Ach ne, kann ich ja noch gar nicht. Kann ich ja noch gar nicht. Aber eine Tür können wir schon mal reinbauen. Machen wir auch eine normale Tür im besten Fall. Dann haben wir das auch schon mal. So, was haben wir denn aktuell überhaupt erforscht? Ich muss mir mal kurz einen Überblick verschaffen. Ne, Zeitschriften haben wir noch gar nicht. Wo sind wir denn aktuell dran? Werkzeuglieferant. Okay. Luxuslieferant. Schmuck könnten wir zum Beispiel auch schon freischalten. Machen wir das Ganze genauso auf der Größe. Was habe ich jetzt gesagt? 8x12. So, jetzt muss er kurz Pausenmodus reinhauen, weil sonst kommen die nämlich gleich nicht hinterher. Den machen wir dann wieder so rum rein. Dann machen wir noch einen Schmuckladen. So, Personaltür. So und so und so. Und dann machen wir hier das Ganze auch einmal rein. Den Weg machen wir direkt hin, dass wir das fertig haben. So. Hier den Weg. Dann müssen wir noch natürlich noch das Licht mit rein machen. Warte, wo habe ich es? Außenbeleuchtung. Ist nämlich... gar nicht so unwichtig. Da können wir hier jeweils noch eine Bank hinsetzen. Dann machen wir auch noch eine hin. Leute, ihr sollt den Fußweg benutzen, nicht über die Wiese laufen. Schämt euch. So, dann packen wir da noch einen hin. Dann lassen wir das Ganze einmal durchlaufen. Das mit dem, ne, mit dem roten Auto ignoriere ich erstmal wieder. So, dann brauchen wir eine Kasse. Erreicht im Endeffekt hier eine. So, was bauen wir denn jetzt hier rein? Was wollte ich jetzt reinmachen? Genau, in den Laden für, sag mal schnell, ja. Kamera wollten wir bauen. Da habe ich die hier. Wie viel brauche ich denn davon? 3 Stück. Zeitschriften kann ich noch nicht bauen. Ja. So, Diebstahldetektoren wieder einbauen hier, ganz wichtig. Eigentlich müsste ich den da rüber schieben, aber die sollten ja, der sollte ja auch piepen. Eigentlich ist die Frage, brauche ich da wirklich 2 oder reicht da einer? Das sehen wir dann. So, dann müssen wir das Ganze noch zuweisen. Als Geschäft. So, machen wir hier. Ach ne, Schmuckgeschäft habe ich schon. Okay, das ist dann Cam. Cam. Oder machen wir Cam, machen wir die englische Version. So, wieso habe ich hier schon Schmuckgeschäft? Hier habe ich ein Schmuckgeschäft. Das läuft richtig gut, sehe ich gerade. Das ist doch schon mal schön. So, Verwaltergeschäft, Lager verbinden, das ist das. Oh, so, warte. Zuweisen. Ich vergesse das immer mit dem Zuweisen. So, Verwalte, Lager, Lager, Cam. So, da bist du hier. Verwalte, Lager, Lager, Schmuck. Damit wir das direkt schon mal geklärt haben. So, das ist zugewiesen. Wir verwalten das Ganze einmal. Wir verbinden direkt. Wir fangen um 6 Uhr an. Wir machen 24 Stunden raus. Wir sind noch nicht fertig. Wir müssen natürlich jetzt noch Kassierer und sowas einstellen. Eine Sekunde, lass uns schauen. Eingestellt als Kassierer. So, noch ein Kassierer. Der ist auch relativ gut. Den auch. Jetzt brauche ich 3 Lageristen. Da ist der Wert eigentlich relativ latte, weil die sind jetzt nicht so hoch in dem Fall. So, Spätschicht, Nachtschicht, Spätschicht, Nachtschicht. Dann brauche ich noch eine Sicherheit. Wo habe ich dich? Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn wir welche vor der Tür packen. Wo ist denn das jetzt hier? Da, Sicherheitszentrale. Ach ja, genau. Ich wollte noch eine neue Sicherheitszentrale bauen. Pass auf. Das machen wir auch mal. Neuen Hausmeister und Sicherheit. Wir bauen das mal so die Reihe hier hoch. Dann teile ich das auf hier. So, dann kann ich das schon zuweisen. Achso, ich muss noch die Türen reinmachen. Ne? Pass auf. Personal. Personaltür. So, da machen wir direkt welche rein. Das war falsch. Ach, Leute. Den weg, den weg.
Machen wir den komplett weg. Den auch weg. So, den komplett einmal abreißen. Machen wir es nochmal neu. Obwohl, da muss ich ein bisschen Platz lassen, sehe ich gerade. Machen wir den hier hin. So, pass auf. Dann machen wir hier die doppelte Tür rein. Jeweils 4 Stück, damit die auch von allen Seiten rein und rausgehen können. So, dann lassen wir das auch schon mal laufen, weil dann machen wir hier die Security-Leute noch hin. Und Wartungsdienst, also quasi Wartungsdienst in dem Fall. Wo ist das? Guck mal, Leute, ich habe da noch eine Kasse. Da! Da könnt ihr hingehen. Also, wenn euch das nicht reicht, dann habt ihr Pech gehabt. So, wenn die jetzt gleich fertig sind hier. So, wir bieten Lebensmittel, Elektronik. Ach stimmt, Elektronik haben. Laptops haben wir noch nicht. Spielkonsolen haben wir noch nicht. Tablets, Kameras. Kameras machen wir jetzt. Einen Fernsehladen könnten wir auch noch machen. Machen wir direkt daneben. Machen wir den Fernsehladen rein. Dann bauen wir noch so ein kleines Gartengeschäft. Ein Geschäft für MP3-Player könnten wir dann zum Beispiel noch reinmachen. So, wie gesagt, hier machen wir noch eine Security rein. So, dann zuweisen. Wartungszentrum, nicht Sicherheitszentrale. So, Sicherheitszentrale. 2. Und dann machen wir noch einen mit Wartungszentrum. Müsste halt dann die Dinge sein. Guck mal, da haben sie, guck mal, hier direkt erwischt beim Klauen. Er hat ihn direkt gesehen, ist der Wahnsinn, ne? So, Wartungszentrum 2. Ich weiß nicht, wie der auf 55 kommt. Dann werden wir auf jeden Fall noch ein paar Hausmeister einstellen. So 3 Stück, also 4 Stück. 4. Machen wir jeweils 2. Ja, nee, machen wir 6 Stück insgesamt. Dann haben wir dann noch auf jeweils 2 Schichten welche. So, den runter, den da drauf und dann 2 in die Nachtschicht. Dann haben die hier nochmal Verstärkung. Hier verwalten wir das Sicherheitspersonal. Da sind so viele Balken. Hier Sicherheit ganz, ganz schlecht, ne? 15, das ist relativ wenig. Die wollen wir da nicht unbedingt haben. Den stellen wir ein. Warte, wir brauchen 6 Stück. 3. 4. So, was haben wir noch an Wert? Also wenn irgendwas Richtung Gelb geht, nehme ich sofort. 5, aber die leveln ja auch mit der Zeit. 6. So, Schichtplanung kommt sofort. Jetzt muss ich erstmal die Patrouille bearbeiten. So, da eine hin und da eine hin. Muss ich das noch verwalten? So, jetzt machen wir Schichtplanung. Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht. Frühschicht, Spätschicht und Nachtschicht. Das heißt, die Polly. Nein, 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 du Polly gehst darüber. So, du machst den. Du machst den. Dann wiederholen wir das Ganze. Zack, zack und zack. Weil wir machen jetzt hier den Fernsehladen hin. Bauern, Kundentür haben wir drin. Die Diebstahl machen wir auch noch rein. So, Dieb. Die packen wir direkt daneben. Dann die Kasse. Die müsste ich... Aber lassen wir es einfach so. Pass auf, ist egal. So, dann machen wir den Tisch. Weil hier kommen ja dann die Fernseher rein. Hier habe ich die Tür ein bisschen versetzt, sehe ich gerade, ne? So, dann muss ich das Ganze noch zuweisen als Lager, ne? Genau, als Lager zuweisen. Das wird als Geschäft zugewiesen. Machen wir Geschäft. TV. Also Abkürzung für Fernseher. Lager. TV. So, wir verbinden das Lager. Ist erledigt. Wir fangen um 6 Uhr an. Natürlich auch wieder 24 Stunden. 3 Kassierer wieder, also das Übliche. Den rein, Kassierer einstellen, den rein. Dann schon mal Schichtplan. So, 3 Schichten. Ich denke, da wird jeweils ein Kassierer reichen. Mehr kriege ich das so nicht rein. So, 3 Lageristen einstellen. Nehmen wir einfach mal die, die wir gerade kriegen. Und fertig. Dann lassen wir das jetzt auch laufen. So. Dann sollte das erstmal funktionieren. Machen wir hier überall Fernseher. Und dann machen wir jetzt für jeden Laden, also wir machen gleich noch einen MP3-Laden, dann machen wir gleich einen. Was haben wir noch? Laptop, Spielkonsole, extra einladen. Okay, dann brauche ich nur 4. Pass auf, dann reißen wir den ab. Dann baue ich die alle direkt daneben. Was habe ich jetzt gesagt? Wie groß ist das jetzt? 8x12. Ein bisschen Platz lassen. 8x. Jetzt kriege ich hier nur. Okay, dann muss ich komplett verbinden. 8x12.
Dann ungefähr hier die Mauer durchziehen. Die Türen immer ganz wichtig reinmachen. Das habe ich jetzt bei denen immer ungefähr genommen. Ungefähr die Hälfte, das heißt ungefähr hier. So, hier machen wir dann auch wieder eine doppelte Personaltür rein. Und dann weisen wir das auch gleich aus als Geschäft. So, warte mal, hier habe ich noch keine... Doch, hier habe ich Leute eingestellt, ne? Warte, habe ich eingestellt? Ja, ist eingestellt. Okay, perfekt. Werkzeuglieferant ist erforscht. Wundervoll. Jetzt müssen wir direkt die Comics machen. Zeitschriftenhändler. Also wir bauen dann wieder von jedem einen was, ne? Dass wir das wirklich alles einmal ausgetestet haben, ob sich das wirklich lohnt, von jedem was zu bauen. Aber ich denke, es wird sich nicht lohnen. Dann machen wir hier noch ein paar Mülleimer hin. Den Diebstahl machen wir auch dahin. Die Kasse packe ich direkt rein. Eigentlich müsste ich die Kasse so hinstellen, ne? Machen wir in dem Fall auch. Den stellen wir einfach um, würde ich sagen. Dann brauchen wir den nicht abreißen. Das sind einfach, unter was fällt das denn? Regal? Ne, es fällt nicht unter Regal. Dann muss ich die selber raussuchen. Unter Tisch fällt das. Das ist ein Tisch in dem Fall. Ja, da habe ich die ein bisschen anders gesehen. Obwohl, ne, da kann ich direkt hier hinstellen. Jetzt lasse ich die mal eben bauen. So. Okay, dann haben wir das fertig. Wir machen das wieder als Geschäft. Auch als Geschäft. Das jeweils als Lager. Und dann werden wir mal gucken, ob sich das wirklich alles lohnt. Zeitschriften machen wir gerade. Was fehlt uns denn jetzt noch in unserer Liste? Ein Blumengeschäft. Geschäft mit immer über 50% Blumen. Ja, da können wir auch machen. Comics machen wir auch gleich. Wir machen jetzt... was haben wir denn noch nicht? Elektronikgeschäft wollten wir machen. MP3-Player könnte man machen. Wir machen ein Laptop-Geschäft. Ein Laptop. Warte, pass auf. Elektronik. Aber ich muss die hier einmal verschieben. Damit ich den da wegkriege. Und den... Eigentlich müsste ich nur drei Stück reinbauen. Den müsste ich ein Stück runterpacken. Den muss ich dann auch umpacken. Weil ich muss natürlich noch die Security einstellen. Und wenn ich die Security nicht einstellen kann wegen dem Weg, ist das ein bisschen schwierig. So, hier machen wir auch einen Laptop-Laden. Genau, da machen wir Laptop-Laden raus. So, Laden. Geschäft. Leppi. So. Von 6 bis 24, also 24 Stunden. So, Kassierer einstellen. Nehmen wir mal wieder, die jetzt nicht ganz so hoch sind. Kassierer. Der ist auch okay. Dann wieder drei Lageristen. Dann brauche ich wieder natürlich, obwohl ich müsste eigentlich schon ein paar mehr Leute einstellen. Aber wir machen das jetzt erstmal so. Und dann gucken wir mal, ob sich das Ganze dann rechnet. Und dann werden wir auch gleich schauen, dass wir einen Comicbuchladen erstellen. Lager 60, das ist, was habe ich jetzt hier reingebaut? Geschäft Leppi, Lager. Leppi. Das andere machen wir gleich. So, dann brauche ich jetzt noch die Security. Wo habe ich dich? Ja, Wartungszentrum. Wo bist du? Ja. Personalwächter einstellen. Den nehme ich. Der bekommt auch direkt eine Patrouille. Zuweisen. Na, wirst du wohl verwalten. Welchen habe ich jetzt? So. Zum 1, 2, 3. Er hat hier gar nichts zugewiesen. Du gehst darüber. Nein, du fängst um 6 an bis 2. Die alle mal meinen, sie könnten um 9 Uhr anfangen. Der zweite, du gehst darüber. Du machst dann die Spätschicht. Der dritte Wächter macht den hier für die Nachtschicht. So, dann stellen wir noch einen Wächter ein.
Nehmen wir den hier, der geht in die Frühschicht, der geht direkt hier rüber. Na, bleibst du wohl hier? Du Weisen habe ich doch schon hier. Du machst auch die Frühschicht. Haben wir irgendwas Richtung Gelb? Nee, aber ich kann auch keinen mehr ablehnen, sehe ich gerade. Du gehst dann darüber für die Spätschicht. Nächsten einstellen. Für die Nachtschicht. So. Da muss ich natürlich jetzt noch das Lager verbinden. So, bitteschön, da weiß ich noch nicht, was ich reinmache. Was schmeißen wir denn da rein? Spielekonsolen. Machen wir Spielekonsolen. Geschäft. Spiele. So, machen wir so rum. Hauptkategorie Freizeit. Nein, definitiv nicht. Definitiv nicht, dass das eine Freizeitvariation ist. Dann noch ein Kassierer einstellen. So, dann Lageristen. So, und dann wieder Schichtplanung. Na, dass wir es wieder auf alle drei Schichten verteilen. Und dann wird sich das nachher zeigen, ob sich das wirklich lohnt. So, 24 Stunden offen. Ja, Gewerkschaftsstreik. Ich wollte gerade sagen, baut hier mal eben hier noch die Sachen hier hin. So, Spielekonsolen. Spielekonsole. Und Spielekonsole. So, hier machen wir den Laptop hin. Dann haben wir das nämlich auch schon. Ja, die Hausmeister chillen da hinten ihre Base, ne? Die haben da ein relativ gechilltes Leben gerade. Noch zumindest. Das kann sich jederzeit ändern. Da Fitnessstudio macht nur 47%, aber das ist für den Anfang gar nicht so schlecht. Der macht gerade mal 18% und der liegt bei 57%. Der stürzt nämlich gerade einmal richtig ab, weil wir hier einen zweiten gebaut haben. Deswegen geht der einmal so ein bisschen hinunter. Aber der Laden läuft soweit. Es läuft soweit. Dann bauen wir uns noch einen schönen Weg. Hier rüber. So, hier könnten wir. Kriegt da noch ein Geschäft rein? Könnte zu schmal sein, ne? Wir überlegen, wir haben noch ein. Was haben wir denn noch? Wir haben. Haben wir das Restaurant 2 schon gebaut? Ja, haben wir. Aber das könnte zu groß werden. Ich überlege gerade, ob wir was anderes reinbauen. Mal jetzt erstmal eine Personaltür rein. Keine Toiletten? Ja, dann machen wir Toiletten. Machen wir Toiletten rein. Fertig. Marketing? Ja, machen wir Marketing 2. So, haben wir keine Toiletten. Habe ich nur eine Toilette gebaut? Ja, dann machen wir da die Toiletten rein. Ne, ich habe sogar zwei Toiletten. Ja, machen wir trotzdem Toiletten rein. Dann brauchen wir nicht so weit laufen. Pass auf, dann machen wir eine Tür hier rein. Machen das gleich als Klo. Dann dürfte das geregelt sein. Dann haben wir das nämlich auch schon abgeschlossen. Wundervoll. Dann zuweisen das Ganze als Toilette. Da machen wir eine große Toilette hier rein. Bauen. Wo habe ich dich? Find's gerade nicht. Gar nicht da drin. Ja, muss ich extra so raussuchen, war irgendwo ziemlich weit unten, glaube ich. Ne? Genau, Außenbeleuchtung können wir ja auch nochmal hinmachen. Ganz wichtig, dass wir da auch noch welche hinbauen. So, Sofa. Salonsofa, okay. Ich wollte aber eher hier die Toilettenkabinen haben. Machen wir da die Toiletten rein. So, dann machen wir hier unten gleich die Sachen drin rein für die Waschbecken, damit die Leute sich auch die Hände waschen können, wenn sie möchten. Weiß der ja auch nicht, ob die Leute das unbedingt möchten. Ich habe auch schon oft genug erlebt, dass die Leute nach dem Pinkeln oder nach dem Geschäft machen, sagen wir mal so, sich nicht ihre Flossen waschen. Das habe ich leider auch schon oft genug erlebt. So, Bauspielzeug, Actionfigur, Videos,
Grußkarten, Brettspiele, Actionfigur, das ist so das, was als nächstes kommt. Genau, das Blumengeschäft müssten wir noch machen. Aber ich würde jetzt an der Stelle aufhören. Und dann werden wir schauen. Wie gesagt, das mit dem Verkehr ist natürlich ein Riesenproblem. Weil ich direkt hier den Laden gebaut habe. Eigentlich müsste ich die Parkplätze quasi hier hinten machen. Und das alles als Geschäft. Das könnte man auch machen. So, ich mach mal eben hier ein Screenie. So, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Another Brick in the Mall. Wenn ihr Bock habt, bis dahin. Ciao.